Frisch auf, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo. Die Sonne scheint, die Blumen und Wälder sind grün. Heute geht es auf den etwa 16 Kilometer langen Lieferfrauenweg. Den bin ich ja im März oder im Februar schon gelaufen, da lag noch Schnee. Heute sind sehr angenehme Temperaturen und ihr habt es auch an der Vorbeilaufsequenz gesehen. Ich bin hier heute nicht alleine unterwegs, sondern auch mit Hund unter anderem. Der Herr möchte aber nicht vor die Kamera, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und so wünsche ich euch viel Spaß mit diesem neuen Video und schön, dass ihr dabei seid. Toll zu sehen, wie sich die Natur in den Jahreszeiten verändert. Ich habe mir tatsächlich auch vorgenommen, den Weg hier viermal im Jahr zu laufen, und zwar zu den unterschiedlichen Jahreszeiten, um einfach so den Wechsel, ja, der Jahreszeiten so mitzubekommen, mitzuerleben, wenn ihr überlegt, wie hoch das Gras jetzt hier ist. Also Wahnsinn, ist richtig toll. Ihr seht ja, wie hoch ich bin ungefähr, wie hoch das Gras da steht. Einfach toll. Und ja, wir laufen jetzt in das Pilkhauser Bachtal, wenn wir nicht sogar schon drin sind, keine Ahnung. Aber der Lieferfrauenweg, der nutzt ja nicht nur vorhandene Wege, sondern verbindet sinnvoll die wunderschönsten oder eine mit der wunderschönsten Ecken von Solingen. Und mein persönliches Highlight, wenn man mich fragt, was man in Solingen gesehen haben muss, das liegt auch auf dem Lieferfrauenweg, nämlich der Wipperkotten. Und da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn wir da unterwegs hin sind oder wenn ich da bin. Einfach nur das Rauschen da der Wupper zu hören am Wehr und die Doppelkottenanlage zu sehen. Also es ist auf jeden Fall richtig toll. Und am 18.05. ist da auch ein Frühlingsfest am Wipperkotten. Da kann man Messer schleifen lassen und so weiter. Da werde ich mit meiner Familie auch unterwegs sein, mal ein bisschen schauen. Und vielleicht trifft man sich ja. Der ein oder andere wird vielleicht da sein. Ich denke mal, das Video wird leider erst danach rauskommen, aber ich werde bei Instagram dann entsprechend nochmal einen Link posten bzw. eine Information, dass da das Frühlingsfest stattfindet. Die Elli läuft ja gerade unten im kleinen Bach rum. Ja. Elli hat auch Spaß, wir haben auch Spaß. Sehr gut, dann würde ich sagen, geht's heiter weiter auf die nächsten Kilometer beim Lieferfrauenweg im Frühling. Hier sehen wir die zweite Stele tatsächlich. Die erste, die wäre eigentlich da an dem Spielplatz gewesen. Und zwar nämlich da, wo wir die erste Vorbeilaufsequenz gedreht haben. Ich habe aber bei der Einweihung mitbekommen, dass da diese Holzkonstruktion einen Tag vorher abmontiert und geklaut wurde, inklusive dem wunderschönen Schild. Also da fragt man sich auch wirklich, was mit den Leuten nicht ganz in Ordnung ist, die solche, echt, das ist richtig massiv hier eingebaut. Ihr könnt das auch sehen mit diesen Metallteilen da im Boden. Also echt verrückt. Aber so ist das halt. Und das war ja damals nicht vorhanden, als ich hier die erste Testtour gemacht habe. Und hier kann man nochmal sehr schön sehen, ein Arbeitsalltag von den Lieferfrauen. 5 Uhr aufstehen, 5.15 Uhr Hühner und Schweine füttern, Ziegen melken, 6 Uhr die Kinder wecken, 11.30 Uhr warmes Mittagessen zubereiten. 12 Uhr liefern, 2 Stunden Hinweg, 1,5 Stunden Wartezeit im Kontor, 2 Stunden Rückweg. Dann ging es wieder weiter. 17.30 Uhr Abendessen zubereiten, 19 Uhr Hausputz, Wäsche bügeln, 20 Uhr vorlesen und Kinder ins Bett bringen. Also da musst du dir mal echt überlegen. Das ist ein Fulltime-Job gewesen, was die Damen da gemacht haben. Deswegen Chapeau und größten Respekt an die Damen, die da damals so viel Remi-Demi gemacht haben und so viel zu tun hatten. Hi. Ja, jetzt sind ja natürlich noch andere Leute her, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ja, alles in allem richtig schön, richtig toll. Einfach nehmt euch die Zeit, wenn ihr den Lieferfrauenweg lauft, schaut euch diese wundervollen Beschreibungen an. Richtig toll.
zack, da haben wir schon die nächste Stele inklusive Sitzbank. Und da geht es auch weiter. Geschichte der Pilkhauser Kotten, der hier gewesen ist. Ich verzichte jetzt auf Details und möchte euch echt wirklich ans Herz legen. Kommt nach Solingen, lauft selber den Lieberfrauenweg, schaut euch das Höhenprofil an. Die Strecke ist ein Rundkurs, wie gesagt, etwa 16 Kilometer. Und ihr schaut hier ins Tal rein. Traumhaft. Einfach traumhaft. Vielleicht sollte es nicht unbedingt ganz zu heiß sein, weil doch die Höhenmeter sind zwar nur mit 230 angegeben, aber ich bin mir sicher, am Ende werden wir die ein oder anderen Höhenmeter mehr auf der Uhr haben. Gerade nach dem Wipperkotten, da geht es auch relativ steil hoch. Da muss man auch schon ein kleines bisschen Kondition haben, aber ich bin mir sicher, wir werden das auf jeden Fall hinkriegen. Ihr auf jeden Fall auch. Also kommt nach Solingen, lauft den Lieferfrauenweg, der Bergische Streifzug Nummer 25. Kilometer gelaufen auf dem Lieberfrauenweg vorbei am Nörenhauser Kotten. Da habe ich ja eben die Stele gezeigt. Und eine Relax Lounge gibt es auch auf diesem wundervollen Wanderweg. Die konnte ich allerdings jetzt gerade nicht filmen, weil die schon mit 4 Mann belegt waren. Wir haben hier eine kleine Rast gemacht. Und hier habe ich schon den Wüste Stele. Wasserburgen, der Schirpenbrucher Vergleich. Kaufleute und Handwerker ringen um ihre Rechte. Rittergut und Existenzkampf. Richtig cool, also ich kann an dieser Stelle nur noch mal die Empfehlung geben, lauft den Lieferfrauenweg gerne mal selber. Die Strecke findet ihr bei Komoot und den Link dazu in der Videobeschreibung oder alternativ schreibe ich euch in die Videobeschreibung auch noch mal die Webseite des Bergischen Wanderlandes und der Stadt Solingen. Da kann entsprechend der Track auch runtergeladen werden. Da gibt es ja noch einige weitere detaillierte Informationen zu dem wundervollen Wanderweg. Wir laufen jetzt so langsam auf mein persönliches Highlight drauf zu, nämlich den Wipperkotten. Aber es ist noch ein kleines Stück bis dahin und wir werden hier, das weiß ich ja jetzt schon, noch an der einen oder anderen wundervollen Aussicht vorbeilaufen, bevor wir am Wipperkotten ankommen werden. Herzlich willkommen im Wipperkotten tatsächlich. Ja, ihr habt richtig gehört, im Wipperkotten. Richtig toll. Heute ist die Schleifanlage auch in Betrieb. Man konnte schon sehr gut sehen, wie durch Wasserkraft hier die Schleifmaschinen angetrieben werden. Im Hintergrund könnt ihr das nochmal sehen. Richtig toll. Richtig toll.
Und hier auf der Vorderseite kann man ja auch nochmal sehen, wie das Wasser, was hier im Prinzip von der Wupper abgezweigt wird, dann diese beiden Wasserräder, die außen angebracht sind, betreiben und das entsprechend dann umgelenkt wird, hier auch diese entsprechenden Reifen, sage ich jetzt mal, ich bin jetzt leider kein Experte, aber so unglaublich toll, ich liebe es so sehr hier zu sein, das ist so toll. Hier auch nochmal, es wird jetzt alles tatsächlich live mit Wasserkraft betrieben, also hier ist nichts elektrisch. Und hier kann man tatsächlich auch nochmal einen Schleifstein sehen, wie man früher da gesessen hat. Wahnsinn. Einfach grandios. Und da sind wir bei der nächsten Informationstafel angekommen. Ich habe es gerade schon gelesen. 25 Kilo schwer, 10 Kilometer weit, 100 Meter hoch. Die Strapazen des Lieferns. Und ich kann euch sagen, jetzt geht es gleich da hoch. Und wenn ich mir jetzt überlege, du hast 25 Kilo auf dem Kopf. Mit was da drin ist, ist ja auch per se erstmal egal. Und du läufst da den Berg hoch. Also die Damen, die da hier regelmäßig unterwegs gewesen sind, die müssen auf jeden Fall ordentlich Kondition gehabt haben. Da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden. Und da oben steht es auch. Bei Hitze hart und spitz, bei Regen matschig und rutschig. Die unbefestigten Wege waren kein Spaziergang. Oh, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und deswegen geht es heute bei ganz angenehmen Temperaturen, bei ganz angenehmem Wetter für uns da erstmal schön bergauf. Kilometer sind gelaufen beim Lieferfrauenweg und wir laufen hier wieder einmal durch ein wundervolles Stückchen Wald. Richtig angenehm mit dem Schatten hier bei der prallen Sonne. Es ist doch schon ordentlich warm, also man merkt so langsam wirklich, der Sommer, der kommt so langsam in Wallung und möchte mich an dieser Stelle, um einmal eine krasse Brücke zu schlagen, beim Manfred bedanken. Der hat mir nämlich ein offizielles Wanderwegzeichen vom Lieferfrauenweg bei der Einweihung geschenkt sozusagen, nicht nur sozusagen, sondern er hat es mir geschenkt und ich freue mich darüber wie ein Schneekönig, weil ich so oft Wanderwege laufe, beispielsweise den Natursteig Sieg, da gibt es jetzt glaube ich keine Metallschilder, aber du kriegst glaube ich am Ende, wenn du die, wenn du den Weg voll gemacht hast, so ein Pin, aber dazu muss man das Stempelheft einschicken. Und ehrlich gesagt nervt mich das ein bisschen, weil da steckt ja auch eine ganze Menge Herzblut drin und diese ganze Rackelei und das Datum, da weiß ich halt nicht, ob ich das machen werde. Und deswegen freut es mich umso mehr, vom Lieferfrauenweg ein offizielles Wanderwegzeichen geschenkt bekommen zu haben. Das ist für mich wie so eine kleine Trophäe, so eine tolle Erinnerung an einen richtig tollen Weg. Und wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft ja auch bei diesen anderen Wanderwegen
solche Wanderwegzeichen in irgendeiner Art und Weise als Souvenir zu kaufen. Ich würde es auf jeden Fall machen. Ich finde das eine richtig geile Nummer. Und auch von der Lieferfrau, die am Technologie- und Gründerzentrum steht, in diesem Lindgrün, da soll es, glaube ich, auch, wenn ich es richtig verstanden habe, in Zukunft so kleine Figuren geben, so als Souvenir. Finde ich auch mega. Also ich finde sowas richtig urig, richtig toll. Da haben sich ja viele über die Farbe moniert. Lindgrün, warum das kein Bergischgrün ist und so weiter. Das liegt allerdings daran, dass die Ausstellung, die da aufgebaut wurde zum Lieferfrauenweg, den gleichen Farbton hat. Und so wollte man im Prinzip ja so eine Brücke schlagen und das gleich halten. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das Bergischgrün ist natürlich auch schön. Ich glaube aber, dass mir das persönlich ein bisschen zu dunkel wäre für die Lieferfrau. Und ganz ehrlich, wenn du im Technologie- und Gründerzentrum vorbeifährst, das springt dir sofort ins Auge. Also richtig toll. Und so würde ich sagen, geht's heiter weiter auf den noch zu verbleibenden etwa 4 Kilometer auf dem Lieferfrauenweg. Und im Hintergrund könnt ihr die letzte Stele sehen am Waschhaus am Wegerhof hier im Hintergrund. Und hier wurde, ich lese es gerade mal vor, durch die Arbeit in den Schleifereien und sonstigen Produktionsbereichen verdreckten die Kleider der Arbeiter stark, häufig mit einem kaum lösbaren Gemisch aus Ölen und Stahlabrieb. Die Reinigung war daher ein ständiges Thema. Ja, und das wurde hier unter anderem gemacht und hier wurde gleichzeitig dann auch eine Wohnsiedlung errichtet für die Arbeiter, die da in den entsprechenden Betrieben gearbeitet haben. Und jetzt sind wir tatsächlich unmittelbar vor dem Gründer- und Technologiezentrum. Ist nicht mehr allzu weit. Ich weiß aber auch, dass die hier diese Wegstrecke tatsächlich noch mal ein kleines bisschen angepasst haben. Denn diese Stele, die hatte ich bei der ersten Tour nicht gesehen, beziehungsweise der Weg führte gar nicht hierher. Das heißt, man läuft so ein bisschen von dem Lieferfrauenweg einmal kurz weg hier rein, kann sich das hier angucken. Und dann geht es im Prinzip ein kleines Stückchen wieder zurück auf den regulären Wanderweg. Richtig toll, richtig urig. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht einen Blick mal reinwerfen könnte in Zukunft. Ist vielleicht auch interessant. Vielleicht für nächstes Video. Und so würde ich sagen, geht es weiter Richtung Technologie- und Gründerzentrum und zum Start- bzw. Zielpunkt des Lieferfrauenwegs. Herzlich willkommen am Start- und Zielpunkt des Lieferfrauenwegs, beziehungsweise wenn man es ganz genau nimmt, ist der Start- und Zielpunkt nämlich der Bahnhof Grünewald. Ich für meinen Teil würde echt behaupten, man kann es nach hier vor verlegen und hier starten. Ich denke, man macht das einfach der Einfachheit halber, weil man da halt eben sehr gut mit Bus und Bahn hinkommt und kann wieder einmal sagen, das ist ein fantastischer 16 Kilometer langer Rundwanderweg durch die Geschichte der Klingelstadt Solingen. Man kann einiges miterleben. Also auf jeden Fall gerne mal nachwandern. Da kommt gerade ein bisschen Hintergrundmusik für mein Video. Und wenn euch diese Wanderung gefallen hat und dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls es noch nicht getan haben sollte, dürft ihr selbstverständlich gerne den Kanal abonnieren. An dieser Stelle gehen nochmal schöne Grüße an meinen Wanderpartner und seinen Hund raus. Also war eine richtig tolle Nummer. Und somit bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.